habe an einer Hochrasanzkreissäge gearbeitet und habe Aluminiumprofile zugesägt. Die Säge ist vorgeschnellt auf einmal und dann hat er halt meinen Arm einmal komplett abgetrennt, beziehungsweise meine Hand. Es war nichts rausgerissen oder so gequetscht, dass es nicht mehr wiederherstellbar war. Und das war natürlich für den Patienten ein großes Glück. Ich bin sehr, sehr, sehr froh und sehr glücklich darüber, dass das auch wieder dran ist und dass man hier schon sagen kann, dass man über dem Berg ist und dass das wieder einigermaßen so wird wie vorher. Das tut's auch. Das ist momentan das Beste, was man machen kann. Plus die Lymphdrainage natürlich. Mhm. Nur ist das Fenster auf, das ist in Ordnung. Jetzt hat der Tisch, da ist Decke drunter. Mhm. Ist ja jetzt auch kein Schnee da draußen. Ne? Das ist ja super, ist das. Sehr gut. Werte waren auch. Das ist mal schön. Wir müssen halt gucken, jetzt zeigen sich so langsam die Hautareale, die schon das abgucken, sich das sozusagen entwickelt, auch wenn er vielleicht nochmal ein bisschen sauber machen muss und mal drauf transplantieren muss. Ist nicht Zink gesagt. Das wären sowieso nur ganz kleine Geschichten. Okay. Hm. Ja. Du musst aber den Kollegen hier in Hannover nicht sagen. Ja. Genau. Das restliche. Das sehen Sie nicht mehr. Nee. Wir müssen jetzt sehen, dass das Gewebswasser rausgeht. Jetzt kann man das den Anastomosen, also den Nähten zu. Vorher ging das einfach mal zu viel. Ja. Also die Schwellung wird natürlich noch sehen. Das ist jetzt ganz normal bei Trennen. Das muss ich jetzt einfach wieder einen eigenen Weg sehen. Das tut es auch mit der Zeit. Das einfach auch machen wir den Vorhang ein bisschen zu, ne? Das ist so ein bisschen ja, da Streifen. Machen Sie das. Jetzt? Ja. Gut. Okay. Das hat ja heute Morgen auch gut funktioniert. Ja, genau, sehr gut. Das liegt an seiner Narkose, die er hier oben. So ist ja auch das Ziel, ne? Damit er jetzt anfangen kann, auch selber den Arm zu bewegen. Na gern. Genau. Super, danke. So. Gewind abgezogen. Ja, beim Kniffel auch. Soll nicht mal sagen. Müsste dir jetzt mal was einfallen. Longboard mit Charade. Ja, klar. Yes? Ja, gleich. Morgen kommst du dann eventuell nicht, aber dann denke ich mal Ende der Woche. Guck mal, das Telefon klingelt. Oh nein. Mit der Frau von Dirk Steffens zusammen studiert. Dann kennen Sie bestimmt gut. Ja, ja, mit dem ist er gut. Oh, das war das Feld. Ja, schon ja, das Feld. Kennen Sie auch schon? Ja, so ein paar Sachen. Ja. Ja. Was ich da angefangen habe, in der Regel. Wenn ich das mache, dann muss ich schon mal das Gerät wieder annehmen, bevor Sie den wieder einpacken und den wieder auspacken. Hatte Sie vorhin noch ein Ziel, davor zu kommen? Und bitte. Also Herr Krummer hat, wie gesagt, in seinem Betrieb diese Amputation der Hand erlitten, an einer Hochrasanzkreissäge in einem metallverarbeitenden Betrieb und ist vom Notarzt intubiert, also praktisch beatmet schon hierher gekommen. Kommunizieren konnte man mit dem Mann gar nicht mehr. Die Hand ist sachgemäß gelagert hier angeliefert worden, das heißt in einem Beutel, der mit Eiswasser und Eisstücken gefüllt war und die Hand selber nochmal separat in einem Beutel dort drin schwimmen, sodass
die Temperatur im Gewebe gesenkt werden konnte, dann, weil man einfach dann mehr Zeit hat, um das Gewebe noch zu replantieren. Ja. Besonders in dem Falle eigentlich nur, weil die Hand wirklich glatt aufgrund dieses Gerätes, womit das passiert war, abgetrennt worden war und die Strukturen so verletzt waren, dass sie komplett alle wieder rekonstruiert werden konnten. Es war nichts rausgerissen oder so gequetscht, dass es nicht mehr wiederherstellbar war. Und das war natürlich für den Patienten ein großes Glück und deswegen muss man davon ausgehen, dass die Operation an sich eigentlich ein großer Erfolg wird oder zumindest dorthin gehend erfolgreich sein wird, dass der Patient die Hand wieder wirklich sinnvoll einsetzen kann. Ja, unbedingt. Also die Hand war natürlich aufgrund des Unfallmechanismus und des Betriebes, wo das passiert ist, massiv verschmutzt, das ist klar. Da liegen natürlich Metallspäne rum, aber so eine Hand wird natürlich dann auch entsprechend erstmal gereinigt. Da haben wir so Druckwasserpistolen, womit dann mit steriler Flüssigkeit das Gewebe gesäubert wird und gequetschte Gewebeanteile natürlich entfernt werden. Und der Patient kriegt dann im weiteren Verlauf der Behandlung natürlich ein Antibiotikum, womit dann das Risiko minimiert wird, dass es hinterher zu einer Wundinfektion kommen kann. Also Sie können nicht den Zustand funktionell wieder erreichen, wie er vor dem Unfall gewesen ist. Das ist unmöglich. Das schaffen Sie einfach nicht. Aber der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Hand wieder dahingehend einsetzen können, dass man das unter Umständen als Außenstehender, wenn man viel Glück hat, gar nicht bemerkt, dass er so eine Verletzung mal gehabt hat. Dass wieder alles funktioniert. Also ich glaube, das Problem, was sich viele Leute oder das viele Leute haben, ist, dass sie sich gar nicht vorstellen können, wie das ist, wenn man so eine Verletzung hat und dass das einem erst dann immer bewusst wird, wenn man in die Situation kommt. Natürlich ist das ist das Organ, mit dem wir kommunizieren, mit dem wir arbeiten. Wenn das nicht da ist, dann ist natürlich ein großer Teil der Lebensqualität einfach weg. Natürlich, der ist sehr, sehr differenziert, der Patient. Sehr orientiert, das ist eigentlich der Idealpatient schlechthin, den man sich wünschen kann, weil er wirklich wahnsinnig bemüht ist, auch alles umzusetzen und allein deswegen bin ich eigentlich wirklich sehr hoffnungsvoll, dass er das wirklich mit dem bestmöglichen Ergebnis halt abschließen wird. Also es wurde von den Herrschaften vor Ort, die glücklicherweise erst die Woche vorher einen Sanitätskurs absolviert hatten, im Prinzip alles richtig gemacht. Die haben die Wunde sofort abgebunden und dafür gesorgt, dass die Blutung gestoppt war. Die haben das Amputat gesichert und gekühlt und entsprechend verpackt und natürlich sofort auch parallel dazu den Notarzt und die Rettungssanitäter benachrichtigt, sodass der Patient wirklich optimalst vom Beginn des Unfalls an bis zur Versorgung im Krankenhaus eigentlich immer weitergegeben und versorgt war. Ja, wichtig ist halt wirklich die Rettung der Hand als motorische Einheit und als Werkzeug. Klar, den kleinen Finger, den hätte man sowieso erstmal auf Seite gelegt, muss man ganz klar sagen. Den zu replantieren hätte natürlich auch wieder einen sehr hohen Aufwand bedeutet, den man aber erst dann unter Umständen realisiert hätte, wenn die Hand dann wieder an den Blutkreislauf angeschlossen gewesen ist. Ich denke, was den zeitlichen Ablauf angeht, was den Unfallmechanismus angeht und natürlich auch die Tatsache, dass er bei uns gelandet ist, macht ihn wahrscheinlich zu einem guten Kandidaten, dass das, dass er sich schon als Glückspilz fast bezeichnen kann, das denke ich schon, ja. Also ich habe an einer Hochrasanzkreissäge gearbeitet und habe Aluminiumprofile zugesägt und an den genauen Vorgang, wie es in dem Moment war, also die Säge ist vorgeschnellt auf einmal und dann hat er halt meinen Arm einmal komplett abgetrennt, beziehungsweise meine Hand. Und ich habe in dem Moment dann erstmal nicht ganz so viel realisiert, weil das Adrenalin in meinem Körper, ich hatte nicht so viel Schmerzen. Und dann haben meine Arbeitskollegen eigentlich sehr schnell reagiert, die haben die Hand in den Beutel gepackt, den Kühlschrank, haben meinen Arm verbunden und haben den abgeklemmt mit dem Gürtel und haben direkt den Krankenwagen gerufen. Der war auch ruckzuck da, für mich kam es halt vor wie Stunden, obwohl es nicht lange gedauert hat. Ja, und im Krankenwagen habe ich dann erst so wirklich realisiert und drüber nachgedacht und hatte auch sehr, sehr starke Schmerzen, die ich keinem wünsche. Und dann sind wir zum Friederikenstift gefahren, ein Glück, weil die haben ja eine super Handchirurgie und die haben ja echt ein Wunder vollbracht, finde ich. Ja, also ich bin sehr, sehr, sehr froh und sehr glücklich darüber, dass das auch wieder dran ist und dass man jetzt schon sagen kann, dass man über dem Berg ist und dass das wieder einigermaßen so wird wie vorher. Weil einzelne Finger kann ich ja schon wieder bewegen, ansteuern und das klappt schon ganz gut. Also du hast gerade... Ich
kann es mir nicht wirklich vorstellen, warum, wie es passiert ist. Also es ist einfach weg so noch im Kopf. Also ich habe da wirklich, das ist wie so ein Cut und dann weiß ich halt nur noch Hand ab. Na.